Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultra Hardcore zusammen mit Flocke, Items und den Villagern, die da oben auf dem Berg eine Tee-Party machen. Village People. Tee-Party machen, ja. YMCA. Die sind da wirklich, die sind da gerade mitten oben auf dem Berg, tanzen da herum um einen Baum und begrapschen sich. Okay. Wir haben im letzten Part festgestellt, die sind sehr nett. Stopp! Feather Falling 4 wäre interessant. 2 ist noch zu niedrig. Keine Äpfel essen, die brauchen wir noch. Mist. Jo, wir können Äpfel von Villagern ertraden. Ach, Glück gehabt. Okay, dann Äpfel essen. So, ich brauche mal kurz ein bisschen Feuerzeug, weil ich hier ein bisschen zündeln werde. Heute. Ich hab dich gesehen. Guck nur. Fortune 2. Nein. Überhaupt Level 3 Verzauberung? Der kriegt auch Level 5 Verzauberungen. Also der kriegt, ist der einzige Weg, um an Bücher zu kommen, die Sharpness 5 oder sowas sind. Ohne dass du kombinierst. Ja, nur Bookshelf und Paper. Ja, nur Bookshelf und Paper. Was ist mit dir? Ah, Zeit, ne? Nee. Zeit. Nur wenn er seinen Job nicht mehr wegnimmt, nachdem du es abgebaut hast, ist Zeit. Ah, jetzt Fall. Aqua Affinity. Ja, richtig geil. Damen und Herren, herzlich willkommen. Wow, warum bist du hier gespawnt, Kollege? Loyalty 3. Haben kein Trident. Ah ja, ist ja nur Trident-Verzauberung, stimmt. Trident lohnt sich nicht zu bekommen, oder? Punch 2, zu naja, gefährlich. Das letzte Mal, als wir mit einem Trident gespielt haben, wie du dich erinnerst, ja, sind wir gestorben. Die Frage ist jetzt, würde uns der im Kampf gegen den Enderdrachen was helfen? Nee, gerade im Enderdrachen, damit du ihn werfen kannst zum Beispiel, er macht zwar Schaden, aber damit du ihn werfen kannst, musst du riskieren, dass er ins Void fliegt und sobald er ins Void fliegt, ist er weg. Auch wenn er Loyalty hat? Ja, er muss auf den Boden aufkommen, damit er zurückkommt. Hör auf, mich aus deinem Haus zu schieben, das habe ich dir gebaut, aus Diorite, ja. Ja, ist ja kein Wunder. Gut, dass wir das geklärt haben. Was würde wohl Klüm jetzt an deiner Stelle sagen, liebe Flocke? Er hätte das Haus schon längst gesprengt, wahrscheinlich. Ich habe gerade festgestellt, was für eine dumme Idee es ist, rückwärts zu gehen. Wenn ich Lava nicht sehe, wäre ich tot. Hallo. Jetzt warte darauf, dass man schlaft. Ja, es ist zu spät. Deswegen wird es gleich dunkel, wahrscheinlich. Können Villager Treppen hochgehen? Ja. Leitern, ja. Ach, scheiße. Treppen auch. Leitern, Treppen. Die sind ein bisschen klüger als früher. Können die schwimmen? Nein. Oder? Also, die treiben auf dem Wasser. Erinnere dich an das Spa. In der Lage, im Wasser zu schwimmen. Aber sie sind nicht in der Lage, unter irgendwas drunter weg zu schwimmen. Tauchen, meinst du? Nee. Ja, also so richtig, weil dann könnte ich mir hier so einen Wasserweg halt rausbauen. Wir können auch allgemein einfach mal gucken, dass wir die Villager teilweise einfangen und eine komplette Trading-Station mit denen bauen. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich, wie gesagt, also wenn es hier dunkel wird, dann muss ich echt immer ein bisschen aufpassen. Nein, ja. Micke setze Micke an der Design-Ecke. So, den ist wieder raus. Mal gucken. Wenn es dunkel wird, fangen ja die Monster nicht sofort an zu spawnen. Die spawnen ja etwas später erst, ne? Wann ist das eigentlich immer so? Spawnen ungefähr, sagen wir einfach mal 10 Sekunden, nachdem du ins Bett liegen kannst, sind die Light-Level so niedrig, dass sie spawnen würden. Hm. Also es dauert nicht so lange, bis sie spawnen. Okay. Ich frage das deshalb, weil ich mich jetzt hier im Wald hinlegen werde. Und ich wäre ganz cool, wenn ihr schon mal ins Bett gehen könntet, denn in jedem Moment können wir schlafen. Ich liege. Dito. Katze. Jetzt können sie spawnen. Ah, okay. Glück gehabt. Mhm. So. Jetzt haben wir Potion of Weakness und das verlängere ich jetzt mit einem Glowstone, ja? Verstärkst du auf 2. Verstärkt, Entschuldigung. Du brauchst danach noch einen Gunpowder, weil es muss ein Wurftrank sein.
um schneller einzusetzen. Aber du denkst dran, dass er erst von einem Zombie gekillt werden muss, damit das funktioniert. Ja, das weiß ich. Und das funktioniert nicht mit Glowstone. Muss ich... Redstone dann zum Verstärken. Dann ist Glowstone verlängern. Ja, weil Glowstone ist verlängern, ne? Genau. Ja. Okay. Dann ist Redstone verstärken. Also, ergibt auch Sinn irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Die Macht des Redstones. Na, das jetzt nicht, aber... Ich wollte nämlich eine Redstone-Schaltung bauen, dass alle 10 Sekunden eine Kohle aus dem Dispenser rausgeschmissen wird. Mhm. Und dann war mir das so blöd, bis mir einer gesagt hat, es gibt doch auch die Sanduhr. Hab ich lieber die Sanduhr genommen. Das wäre mit der Redstone-Schaltung ohne Probleme gegangen. Ja, die Sanduhr ist noch einfacher. Die Sanduhr ist theoretisch eine Glock, Problem die du anpassen kannst im Modded. Ja, das Problem ist, wenn du... Ja, genau, du kannst Soul Sand oder Sand reintun, je nachdem. Soul Sand ist eine Minute, Sand ist eine Sekunde, glaube ich. Genau. Und machen einem das Leben zu einfach. Aber das ist schön, wenn die Uhr darüber, vor allem war die genau von der Mod, wo ich das für gebraucht habe, nämlich von Botania. Ja. Das war schon nice eigentlich. Ich wusste das gar nicht. Ja, ist okay. Die Uhr gibt... Ja, okay. Jetzt ist es von MC Minecraft, ist es jetzt The Hoilcraft. MC Yowlcraft. Entschuldigung. Yowlcraft. The Yowlcraft. Wie sieht's aus so mit Holz? Ich hab jetzt ein paar Stacks. Ich kann immer vorbeikommen und das bringen. Das wäre super, weil dann kann ich weiter traden. Wir haben nämlich jetzt schon 34. Oh, cool wäre es, wenn es jetzt so eine Hundi-Funktion gäbe, dass ich das meinem Hund irgendwie geben kann und der rennt dann zu dir. Goldohr darf ich aber brennen, ja? Ja, das habe ich gesammelt. Ich wollte es nur noch nicht in den Ofen schmeißen, weil ich nicht wusste, ob es noch irgendwas übrig hat. Dota gibt es einen Carrier, beziehungsweise einen Verdienst. Wie heißt der denn nochmal? Kurier. Genau. Oder auf Englisch. Die sind voll süß. Das weiß ich nicht. Carrier. Das ist ein Carrier als Kurier, ist ja richtig doof. Also, finde ich wirklich doof. Oder Courier? Ich weiß nicht, ob es dann... Ich meine Carrier, habe ich früher immer gesagt. Aber ich habe auch früher die gesamte Zeit über gesagt, well, God night, Joe. God night, Joe. Ready to come. Hallo. Ich bräuchte von dir was. Was denn? Da kommt gleich ein verwirrter Mensch. Und oh Gott. Hab ich schon lange. Okay. Wenn du gleich Holz bekommst, kannst du mir da was abzweigen, so ein klein bisschen? Ja, bis dahin kannst du Diorite nehmen. Oh, hier, Items. Hier kommt der Holzmensch. Also. Warum jetzt machen wir es hier, guck mal. Also nein, es gibt ein für den Items, ein für die Flocke, ein für den Items, ein für die und blablabla. Jo. Okay, wie viel brauchst du? Das reicht ja. Oh. Statement. Dieser Holzblock wohnt jetzt hier. Oh, das ist wirklich viel, Jo. Dankeschön. War das jetzt Ironie? Nein, das ist wirklich viel. Okay. Von mir ist es Ironie. Wird das nie mein Lob. Let's rechne. 1, 2, 3, 6. Ich kann gut Mathe. 1, 2, 6. Item, das erinnert mich an den Prank, den Mianus auf dem Flughafen gespielt hat. Er hat da 4 Schweine hingetan und hat die mit dem Nametag nummeriert und zwar 1, 2, 3 und 5. Wow. Und du hast die 4 gesucht. Ich habe die 4 gesucht. Ich sag's dir, irgendwann habe ich mit dem Killkommand alle Schweine gekillt. Good job, Janus. Und dabei festgestellt, es gab keine 4. Good job, Janus. Das hast du sehr gut gemacht. Das ist lustig. Ich habe ihm davon erzählt. Weil, also das basiert sogar auf einem Witz, den ich irgendwo in irgendeiner Serie mal gesehen habe, wo die das mit Bomben gemacht haben. Oh. Ja. Bombenstimmung nach dem Witz. Mit der Bimp. Okay, ich lege jetzt mal eine andere Playlist auf. Mittlerweile kenne ich schon alle Lieder aus dieser Playlist. Guck mal. Du rufst an, ich leg auf. Nehmen wir mal Cinematic Playlist. Meine Damen und Herren, ab sofort hören wir in Ultra Hardcore die Cinematic Playlist von Monster Cat. Doof, doof, doof. Doof, 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 doof. Das war das Wort zum Sonntag. La, 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 la.
Du bist heute wieder ein Dalmatiner, du bist heute wieder ein Dalmatiner, du bist heute wieder ein Dalmatiner, wie du siehst. Ah ja. Ich wollte auch mal mein Intellekt diesem Gespräch hinzufügen. Intellekt kann ich da. Was wird das? Items, darf ich eigentlich die Audio, die ich vorhin aufgenommen habe, verwenden? Jojo. Ich hatte vorhin eine coole Audio aus Items Streams aufgenommen und zwar. Ihr habt einfach einen dezenten Dachschaden, okay? Dieses, weißt du, dieses dezenter Dachschaden ist gar nicht so witzig. Das, was es witzig macht, ist das, okay, am Ende dieses. Das warte. Das ist einfach so cool. Wait. Hallo. Wait, where was it? Da war's. Links Sie unten. Bitte. Ja? Sie also, bitte. Du sagst das okay, ist lustig. Dankeschön. Dann mache ich mal das hier. Okay. Okay. Mal zwei. Okay. 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 Das ist so gut. Okay, nice. Weil immer wenn ich jetzt okay sage, darf ich Doggy drauf, okay? Mist! Nein! Baby Yogurt. Ich gestern in Star Wars Stream, also in Minecraft da, ne? Ich stehe vor Yoda, guckt es an, so, was ist denn das für ein Glubschiger Glubschi? Oh Gott, da hast du alle Star Wars Fans mit getriggert. Ja. Ist, glaube ich, Platz 2 Clip. Über Platz 1 Clip wollen wir nicht reden, Leute. Okay. Wusstest du, dass der Platz 1 Clip auch PUBG castet? Was? Hä? Was? Hä? Gott, Flocke, dir ist bewusst, dass jetzt 90 Leute von der Inquisition anfangen werden, dich wegen ihrem Gott zu jagen, wegen der Hexenlache gerade? Ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst. Hallo. Das ist gut. Fire Respect 2. Nein, immer noch nicht. Fire Respect 1. Was? Ich respektiere Feuer. Ich? Ist mir zu heiß. Efficiency 3. Beste, was ich bis jetzt bekommen habe, glaube ich. Hey, Beste Leben. Flocke, da ist das Wort Fisch drin. Efficiency. Ist bestimmt für Angeln. Oh, ich habe gerade ein Kreuz im Boden gefunden. Was wohl um 3 Uhr nachts hier passiert? Gar nichts, Leute, überhaupt nichts. Glaubt nicht diesen Bums. Leute, ich kann euch eine Sache sagen, gell? Überall, wo ihr Kreuze sucht, sucht ihr falsch. Wenn euch jemand sagt, ich hab's im Kreuz, dann müsst ihr buddeln. Wir brauchen noch so ein, wir brauchen noch diesen Buzzer, dieses Bim, 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 wenn Items nur einen Witz hier lässt, ne? Ah ja. Kann man den nicht irgendwo downloaden im Internet? Was ist das? Ist das ein Airhorn? Ja. Du machst jetzt nicht mitten beim Holzfällen bitte Internet recherchen. Doch. Mann! Ich hab so lachen. Wait, ich such gerade nach. Ist das der hier? Wenn wir ihn jetzt umbringen, ist es nicht böse, oder? Bitte? Okay. Wenn wir ihn jetzt umbringen, ist es nicht böse, oder? Ihr könnt mich nicht umbringen. Mein Hundi passt auf mich auf. Ihr könnt mich nicht umbringen. Ihr könnt mich nicht umbringen. Du weißt schon, dass wir auch zwei Hunde haben, ne? Zwei Hunde. Nein. Wir haben gegen übrigens insgesamt jetzt 14 Enderperlen, habe ich ertradet, und 58 Emeralds. Okay. Die Enderperls könnten sogar schon reichen. Wunderbar, ja. Bestens. Gut, dankeschön, das wollte ich schon getan haben. So, eingespeichert und ich bin immer noch nicht tot, oder? Bin ich tot? Nein, ich bin noch nicht tot, okay. Der YoCraft died durch Google. Ist schon mal, nee, ist noch nicht passiert. Quatsch, Bullshit. Erzählt nicht sowas. So, ich habe jetzt Airhorn. Was meinst du? Wir brauchen Bett. Weißt du, woran ich da immer denke? Mach das nochmal. Subscriber. Nein. Grants. Das kann ich machen, falls Items schon wieder so eine richtig, richtig, richtig einfahren lässt. Also Witz, also nein, nicht. Oh Gott. Jo, ich muss dir leider sagen, ich lasse immer einen fahren, denn ich habe selber keinen Führerschein. Okay. Jetzt, du kannst. Achso. Hallo. Du verpasst deinen Einsatz einfach immer. Das ist. Nein, das liegt daran, dass das Sampler von dir sofort abgespielt wird. Das muss ich mal ganz kurz. Warte, jetzt wird es sofort abgespielt, wenn ich auf den Knopf drücke. Okay, Entschuldigung. Ich nerv damit, ich weiß. Ich weiß, liebe Zuschauer, hasst mich ruhig. Blocke! Items! Bist du ins Nass gesprungen? Betten.
Schlafen. Luffy! Auch Betten. Komm mit. Aber Items stell dich darauf ein, immer wenn du jetzt einen ganz schlechten Witz machst, dann werde ich das machen. Ich liege. Dann werde ich das machen. Das ist so, das Statement ist so, dann werde ich das machen und es kam nichts. Oh. So, okay. Ja. So, es ist in Ordnung. Dann, also ab sofort, wenn ich schlechte Witze mache, machst du gar nichts. Finde ich gut. Hey, warum baust du zwei Betten? Ne? Das war gerade eine... Weil ich die Betten brauche. Okay. Nicht unbestimmte Partikel, sondern das war diesmal ein Artikel, der sich auf ein bereits genanntes Thema, was ein neues Rema ist, bezieht. Wusstet ihr, dass die Mutter von Bambi auch eine Rema war? Achso, eine Rema. Boah, Alter, wie kriegst du das hin, immer so spontan auf Witze zu antworten? Items hat einfach ein ungemeines Allgemeinwissen. Das halte ich für ein Gerücht. Wisst du, was ich nicht für ein Gerücht halte? I have a condition. Die Folge ist jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und... Okay.